Mahlzeit. Ja, ich musste einen Nachtrag machen, wieder mal, Nummer 80, weil ich komme aber gleich darauf. Letztendlich geht es darum, wenn ich Fakten weiß, dann kann ich gut Lügen erkennen. Naja, worum geht's? Aber ganz kurz vorher noch in eigener Sache, weil mich jemand, nee, mehrere Leute gefragt haben, was bedeutet denn das? Was ist denn mit dem Kanal los? Manchmal wird Werbung eingeblendet, manchmal nicht. Ich denke, der ist demonetarisiert. Ich komme gleich drauf. Ich hatte zum Beispiel einen Verstoß eingefangen und wenn man das mehrmals macht, dann gibt es richtig Ärger, dann wird der Kanal wieder gesperrt na, und so weiter und so fort. Ich hatte mich dagegen beschwert. Ich hatte die gesetzlichen Krankenversicherungen zitiert und habe gefragt, wo sind dann die ganzen Kranken? Das wurde allerdings erst nach einem, naja, guten halben Jahr erkannt von YouTube. Aber da kann man nichts machen, das ist nun mal eine eigene Wahrheit. Die andere Sache, ich hatte noch mal angefragt, ob ich, naja, da verdient man ein paar Quietscher im Monat, aber immerhin, zum Rauchen reicht's. Naja, und natürlich wurde der Kanal nicht genehmigt, aber es wird einem nie gesagt, warum. Ich könnte jetzt alles vorstellen, das steht dann eben bloß, mach dies, mach das, aber nochmal beantragen und das ist eh vorbei. Gut, darum geht es mir auch nicht. Wäre bloß ganz schön, Taschengeld zu haben. Aber jetzt insgesamt, wie komme ich drauf? Und zwar, vor 3 Tagen hatte ich einen Beitrag von Akademie Radi geteilt. Und zwar Rekordzunahme der Eismasse mitten in der Schmelzsaison. Eigentlich müsste in dieser Jahreszeit die Eismasse in Grönland schmelzen, doch sie wächst dramatisch an. Hier die aktuelle Grafik und auf diesen Link ging ich dann. Das ist immer in den Community. Wenn ihr auf Community meines Kanals geht, dann werdet ihr solche Sachen finden, ne? Und dann wird auch entsprechend kommentiert oder was auch immer. So, ich gehe jetzt mal auf diese Seite. Und zwar Elektroverse nennt die sich. Elektroverse. Ich werde euch genau diese Seite verlinken, weil von da aus kommt ihr dann nämlich auch auf die offizielle, die nennt sich Polarportal. Ich kann es jetzt leider nicht richtig runterrücken. Und zwar auf die offizielle Seite von Grönland, polarportal.dk in Englisch, aber man kann sich das übersetzen lassen mit einem Rechtsklick und dann ist das möglich. So, da tatsächlich ist da diese Grafik enthalten und die gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Aber ich gucke sie nochmal hier an, weil sie hier größer ist. Und zwar, das Graue ist das, was Grönland an Eis zugewinnt bzw. verliert. Und zwar von 1981 an. Und das Blaue, also das Graue ist der Durchschnitt von 1981 oder 82 an. Und das Blaue ist die derzeitige Zunahme. Jetzt gucken wir uns nochmal hier an. Man kann hier also direkt tagesgenau solche Zu- oder Abnahmen von Eismassen sehen. Und wenn ich jetzt sage, naja, ich denke, das Grönland verliert andauernd mehr Eis und noch mehr Eis und noch mehr Eis und noch mehr Eis, ja, dann gucken wir uns nochmal an. Hier ist 0, darunter ist Mass Loss und hier Mass Gain, also Zunahme und Abnahme. Natürlich. Und jetzt muss ich wieder umschalten. Es geht hier um die Monate September bis August. Logisch, wenn im Juni und Juli das richtig warm ist, dann nimmt die Masse normalerweise, des Eises normalerweise ab. Das ist ganz normal und ganz typisch. Es ist ja Sommer, wir sind ja auf der Nordhalbkugel. So, und wenn ich mir das angucke, dann sage ich mir, naja, was soll das? Und auch auf dieser Seite hier gibt es noch schöne Links zu allen möglichen Dingen, auch zu Sonnenfleckenzahl, was ja auch das Wetter beeinflusst und das Klima und so weiter und so fort. Und da habe ich noch eine schöne Grafik entdeckt, die jährliche Schneemasse, und zwar vom finnischen Meteorologischen Institut. Und das Rote ist der Winter 2021-22. Na, wollen wir da meckern? Wir hatten sogar noch mehr Schnee. Und das ist das, was ich letzten Endes meine. Wenn ich solche Fakten weiß, ja, dann brauche ich mich um nichts anderes mehr zu kümmern. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass jetzt Kommentare, ach, dass nach einer Minute, nach 10 Sekunden schon Kommentare kommen, also ohne das ganze Video gesehen zu haben, was es noch alles für Lügen gibt und wie böse und dann gibt es noch irgendwelche Reichsbürgeraktivitäten und so weiter und so fort. Das langweilt mich eigentlich bloß. Das gehört nicht zum Thema, das ist blöd, sowas dahin zu schmieren. Das ist eigentlich nur, ich weiß auch was. Und dann auch, wenn es geht, anonym. Naja, so sind die Menschen eben. Also,
Leute, wenn ich jetzt nochmal den Faden aufgreife, man muss nicht immer ein IQ von 150 haben, um ein paar Fakten zu wissen und dann zu wissen, dass es letzten Endes, und dann Lügen zu erkennen. Deswegen, ich bleibe dabei, macht was, Leute, macht was, und zwar, es geht um Bildung. Bildung, 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 sich ein Bild machen. Und bei kleinen Kindern ist die Bildung in der Schule auch wichtig. Na gut, in der jetzigen Schule ist es bald albern, aber darum geht es ja jetzt nicht, sondern bilden und den Kindern was beibringen. Denn von alleine können sie nicht alles lernen, sie müssen es auch vorgesetzt bekommen. Aber das ist ein ewiges und anderes Thema. Faktenwissen, das macht Spaß und hilft, Lügen zu erkennen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.